Hallo, heute habe ich noch mal was zum Thema Medienmanipulation. Ich bin neulich einem Tipp gefolgt von Bodo Schiffmann. Der hatte so geschwärmt von Jens Wernicke. Dachte ich, wer ist das denn? Habe ich geguckt. Und dann habe ich ein Video gefunden. Jens Wernicke ist der Herausgeber von Rubicon. Und es gibt ein sehr schönes Video auf KenFM. Das ist schon im Dezember 2017 gedreht worden. Da führt der Ken FM, also der Ken Jebsen, ein Interview mit Jens Wernicke und das ist mega. Da geht es darum, ob Medien lügen. Ich könnte jetzt mal ein bisschen lustig formuliert die Frage stellen: Lügen uns die Medien einfach an? Nein. Die lügen uns systematisch an. Also so muss ich das wirklich dann formulieren. Und das Video ist sehr interessant. Das ist über eine Stunde. Ich habe mir das in Häppchen angeguckt, weil das einfach nur gut ist und weil ich das ganz bewusst anhören wollte. Der Jens Wernicke, der sagt an einer Stelle: Wenn ich mir eine Zeitung kaufe und Geld dafür gebe, dann denke ich ja, ich bekomme ein Produkt. In Wirklichkeit, sagt er, bin ich das Produkt. Weil diese Zeitung, die ich mir kaufe, wo ich Geld für auf den Tisch lege, mir am Ende noch das Gehirn wäscht. Und ich habe dann bestimmte Informationen aufgenommen, die meine Meinung prägen. Und einfaches Beispiel. Ich bin 1970 geboren. Ich habe als Kind und als Jugendliche immer im Fernsehen gesehen, dass im Nahen Osten Krieg ist. Und ich habe dann ganz schlicht gedacht, ja, im Nahen Osten ist besondere Aggressivität, da ist immer Krieg. Und ich habe jetzt vor kurzem erst erfahren, weil ich mich nie für Politik und Geschichte und sowas interessiert habe, Durchschnitt sage ich jetzt mal, habe ich erfahren, wer diese Kriege anzettelt und warum. Geht immer um Strategie, um Bodenschätze und diese Länder praktisch erpressen und wenn es mit Gewalt ist, damit die politisch sich so verhalten wie, weiß ich nicht, große, ja, wie soll man das sagen? Also das ist zu komplex, ich bin da auch kein Fachmann, aber so wie große, einflussreiche Konzerne das haben wollen. Und wenn dann solche Länder, sag ich mal, leider in einer Region liegen, die strategisch wichtig ist oder die wegen Bodenschätzen interessant ist, ja, dann wird dann Krieg angezettelt, ganz einfach. Und ich als normaler Zuschauer denke, naja, das sind halt Regionen, wo immer Aggressivität herrscht, wo immer Krieg ist. Und mehr weiß ich dann nicht, weil ich habe ja nur das Wissen aus den öffentlich-rechtlichen, aus großen Zeitungen und aus dem Rundfunk, ist ja auch öffentlich-rechtlich. Ja, und wenn ich nur meine Informationen daher beziehe, dann glaube ich halt das, was ich glaube. Und man wird dann wirklich geformt im Denken, in der Meinung und man hat dann irgendeine Haltung. Und manche Sachen weiß man gar nicht. Die haben da auch zum Beispiel gesagt, zum Beispiel kann man Kriege komplett ausblenden, sodass der Zuschauer das gar nicht mitkriegt, dass seit wie vielen Jahren im Jemen Krieg ist. Also man kann Dinge verstärken und andere Dinge kann man unter den Tisch fallen lassen. Und man kann Dingen eine Ursache zuschreiben, die gar nicht zutreffend ist. Also man kann ganz viel. Und die sagten, wer das Geld hat, bestimmt dann, was Inhalt von Nachrichten ist. Und wer die falsche Meinung hat als Journalist, wer nicht linientreu ist, der fliegt raus.
Und wer als Professor einer Uni nicht linientreu ist und was gegen Geldgeber schreibt oder forscht oder wie auch immer, fliegt raus, kriegt dann von heute auf morgen seinen Job als Mitarbeiter der Uni gekündigt. Und der einfache Zuschauer, den kann man ja nicht rausschmeißen, aber den kann man von vorne bis hinten manipulieren, ohne dass er es merkt. Und ich beziehe mich da selber mit ein. Also wenn man nicht gerade ein aufgeweckter Journalist ist, sondern irgendwie ein Otto-Normalverbraucher, dann kriegt man das ja noch nicht mal mit, dass die Nachrichten nicht stimmen. Beispiel, ich habe wieder Tagesthemen geguckt vom 7.7. und ich mache mal das Beispiel Gütersloh. Das hat ein Bad. Es geht auch gar nicht um den Inhalt. Es geht darum, wie funktioniert das eigentlich, dass die Tagesthemen vom 7.7. mich manipulieren. Und das versuche ich jetzt mal zu erklären. Also, die haben gesagt, aus Gütersloh lässt sich lernen. Dachte ich, oh, jetzt höre ich mal zu, weil vielleicht haben die ja wirklich was gelernt. Also es lässt sich lernen, ob und wie sich das Virus verbreitet. Das ist ja genau das, wo ich mir wünschen würde, dass die das mal endlich lernen. Na, dass man mal einen validen Test einsetzt und dass man dann endlich mal feststellt und repräsentativ testet und nicht nur immer Leute testet, wo man irgendwas vermutet. Also man muss ja eine breite repräsentative Stichprobe testen, zum Beispiel eine komplette, also ein Querschnitt der Bevölkerung. Und wenn man eine Stadt nimmt, dann einen Querschnitt der Stadt und nicht nur die Mitarbeiter von Tönnies. Aber das nur mal nebenbei. Also die haben schön eingeleitet, sie hätten was gelernt und dann denke ich, ja, was haben die denn jetzt gelernt? Ja, das Oberverwaltungsgericht ließ die Tore wieder öffnen und hat praktisch die Entscheidungen der Kreisbehörde und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Soziales in Düsseldorf wieder zurückgenommen. Sprich, diesen Lockdown in dem ganzen Kreis Gütersloh und so weiter. Ja, so weit, so gut. Und dann kam ein Interview mit einem Bürger. Und was sagt dieser Bürger? Dann wird alles verwässert, was vorher gesagt wurde. Der Bürger sagt, also der hat ja gelitten unter dem Lockdown und dass die Bürger von Gütersloh auf einmal so stigmatisiert worden sind, wenn sie in Urlaub fahren wollten. Und dieser Bürger sagt dann, wir haben uns immer an alle Vorschriften gehalten, wir haben die Masken getragen, wir haben Abstand gehalten und er wäre jetzt so sauer, dass der Virus oder das Virus bei der Firma Tönnies ausgebrochen ist. Also sprich, es gibt eine Schuldzuweisung und nicht an die Behörde, die das Lockdown, was noch fraglich ist, ob das überhaupt gerechtfertigt war, ausgesprochen hat, sondern der Bürger war sauer auf die Firma Tönnies, weil da das Coronavirus mit diesem fraglichen Test, der sehr fehlerhaft sein soll, laut Dr. Schiffmann, jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende, also der Bürger war sauer auf die Firma Tönnies und das war die Aussage, weil dadurch kam das Lockdown und die Stigmatisierung. Also dann geht der Bericht auf einmal in diese Richtung Schuldzuweisung und es geht gar nicht mehr darum, ob das Virus tatsächlich vorhanden war, ob der Test wirklich valide war, ob die ganzen Maßnahmen überhaupt notwendig waren, die der Kreis und das Ministerium getroffen haben. Darum ging es dann auf einmal nicht mehr. Also da wird auf einmal, ich sag mal, das Thema gewechselt. Dann geht es um der arme Bürger, der sich jetzt rechtfertigt und der als Sündenbock sozusagen die Firma ausmacht. Und am Ende kommt dann, dass im Prinzip diese Entscheidung der Behörde ja im Prinzip richtig war und
dass das Gericht die Entscheidung der Behörde wieder zurückgenommen hat, weil nicht im Verhältnis das Ganze stand, fällt unter den Tisch. Also die Behörden, im Prinzip haben die das schon richtig gemacht, wenn man dem Bürger glauben darf. Also alles, was am Anfang so sachlich anfängt, wird hinterher richtig, ja, wie soll ich sagen, emotional und einseitig. Also ich lerne daraus, im Prinzip haben die Behörden das schon richtig gemacht. Der Bürger wehrt sich ja jetzt nicht gegen das Lockdown. Der Bürger ist nur sauer auf die Firma Tönnies und eigentlich der Bürger versteht, wenn die Behörden Lockdown verhängen. Ja, also das ist Gehirnwäsche. Ich kriege das selber jetzt gar nicht alles auseinandergebröselt, aber für mich ist doch das Problem, dass man willkürlich eine Fleischfirma rausgepickt hat, mit einem fraglichen Test Leute getestet hat, auch nicht zugelassen hat, dass der Bodo Schiffmann nochmal mit einem anderen Test das kontrolliert und dass man aufgrund dieser Ergebnisse mit diesem fraglichen Test einfach einen Lockdown verhängt, das dann nochmal verlängert. Die Bürger erfahren totale Probleme und Nachteile dadurch. Und wenn das Gericht den ganzen Kram wieder aufhebt, dann ist das ganze Thema auf einmal erledigt und da kräht kein Hahn mehr nach, dass gar nicht viele Leute krank geworden sind, komischerweise. Dass Infizierte scheinbar nicht dafür sorgen, dass Menschen in der Umgebung krank werden, dass scheinbar nicht Krankenhäuser überlaufen waren, dass scheinbar nicht Menschen gestorben sind. Wo ist bitte schön die Gefahr gewesen? Das ist das Thema, aber das wird so nicht dargestellt. Am 7.7., anderes Thema in den Tagesthemen, Bolsonaro ist positiv getestet worden. Zum Thema, also ich kann jetzt jeden, der mir in den Sinn kommt, einfach mal testen und das hat dann eine Wirkung. Weil Bolsonaro hat immer abgestritten und das tut er auch weiterhin, dass das Virus gefährlich sei. So, und jetzt wird er positiv getestet und hat Symptome, hat 38 Grad Fieber, wenn man den Tagesthemen glauben darf. Und dann wird noch gesagt, dass in Brasilien 65.000 Tote gezählt wurden, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Das heißt, man weiß nichts Genaues. Man weiß nicht, ob die Zahl 65.000 mehr oder weniger ist als sonst in den anderen Jahren. Man weiß nicht, ob die Leute mit Coronavirus gestorben sind, also ob die vorher, ich sag mal, einen Autounfall hatten und einen positiven Test hatten oder ob die kerngesund waren und ganz plötzlich am Coronavirus gestorben sind, das weiß man nicht. Also die Zahl sagt mir nichts und dieses im Zusammenhang mit Corona sagt mir nichts. Und Bolsonaro hat trotzdem die Geschäfte wieder geöffnet. Also was ich daraus lernen soll, ist, glaube ich, dass der Herr Bolsonaro unverbesserlich ist. Also, aber es gibt keine richtigen Informationen. Es gibt wieder nur so ein Spiel mit den Assoziationen. Ich soll dann wahrscheinlich denken, naja, der streitet die Gefahr von dem Virus ab und jetzt hat er selber 38 Grad Fieber und öffnet trotzdem noch die Geschäfte. Ja, ist der Mann denn vernünftig? Also, ich habe keine Ahnung, ob der Herr Bolsonaro vernünftig ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Bodo Schiffmann gesagt hat, dass es weltweit keine Übersterblichkeit gibt und dass es wichtig ist, Zahlen in einen Zusammenhang zu stellen und nicht einfach Zahlen
isoliert irgendwo hinzuwerfen, weil das keine Aussage macht. Und ich glaube, dass das manchen Menschen nicht gefällt, dass der Herr Bolsonaro nicht propagiert, dass das Virus gefährlich sei. Ich glaube, das gefällt manchen Menschen gar nicht. Und deswegen wird er dann so einseitig dargestellt, als wenn er irgendeine Gefahr verkennen würde, obwohl er selber Symptome hat, öffnet er trotzdem die Geschäfte. Also soll er dann so wirken, als wenn er nicht lernfähig wäre. Ist total manipulativ. Dann wird England auch sehr negativ dargestellt, weil die sind ja jetzt aus der EU ausgetreten und das ist, glaube ich, auch nicht gut angesehen. Und deswegen wird England negativ dargestellt, denke ich mal. Da wird über eine Mutter berichtet, die sich nicht mehr das Essen für sich selber und ihr Kind leisten kann, was auch irgendwie mit Corona zu tun haben soll. Also ich denke mal, das hat eher mit den Maßnahmen bezogen auf Corona zu tun, weil auch in England gab es Lockdown und so weiter. Auch in England sind Menschen arbeitslos geworden. Und wer eh schon wenig Geld hat und dann noch arbeitslos wird, der ist dann umso härter getroffen. Und das wird dann so richtig schön unter dem Mikroskop gezeigt. Und das Problem haben wir überall, gerade wo Lockdown ist, dass Firmen pleite gehen und dass Menschen arbeitslos werden. Na, das ist nicht nur in England so, aber in England wird jetzt so die Lupe drauf gehalten und dann gibt es noch so eine Überleitung, die Beatles im Swimmingpool. Die Beatles kommen auch aus England oder kamen aus England und dann werden die gezeigt auf einem Bild im Swimmingpool, weil das nächste Thema sollte sein Freibäder in Stuttgart. Und dann heißt das in dieser Überleitung, die Beatles kamen auch aus ärmlichen Verhältnissen. Also was lerne ich daraus? Großbritannien bringe ich jetzt immer in Zusammenhang mit ärmlich. Weil die aus der EU ausgetreten sind. Sag ich jetzt. Also das ist so eine Überleitung auf einem Niveau, niedriger geht das nicht mehr. Für mich sind die Beatles nach wie vor Weltstars. Also ich werde auch nach diesen Tagesthemen jetzt nicht die Beatles in Verbindung bringen mit ärmlich. Kommt mir nicht in den Sinn. Und dann der Bericht über Stuttgart, Freibad in Stuttgart. Ich sag mal mit meinen Worten, Spaß ist verboten. Da waren sonst immer Tausende von Schwimmgästen. Und jetzt wegen diesen ganzen Maßnahmen haben die vormittags 600 Gäste und nachmittags 600 Gäste. Also Spaß im Sommer, nein. Und zwischendurch in den Nachrichten kam dann nochmal, wir haben eine schwere Weltwirtschaftskrise. Da war doch was, ich erinnere mich. Aber das kommt nur so ganz kurz zwischendurch, obwohl das das wichtigste Thema meiner Meinung nach ist. Am, wann war das? Ende Juni hat Ernst Wolf diese wichtige Rede in Stuttgart gehalten. Und der hat ja gesagt, dass es vor der Erfindung der Gefahr, also vor diesem angeblichen gefährlichen Killer-Virus, vorher gab es schon im März einen Wirtschaftscrash weltweit, wo die Ölpreise wohl gefallen sind. Und der Ernst Wolf sagt, es gibt im Ende des Jahres 2020 wohl nochmal Auswirkungen, starke Auswirkungen von dieser Weltwirtschaftskrise. Und was machen die Medien? Die schieben das dem Coronavirus bzw. diesen Lockdowns und den Pleiten und was weiß ich in die Schuhe. Also die Wirtschaftskrise war zuerst da und dann wurde eine Ursache erfunden, der man den ganzen Crash in die Schuhe schieben kann. Also da wurde praktisch eine Ursache erfunden.
damit das eigentliche Problem verschleiert werden soll und damit bloß keiner die Frage stellen soll, ja, wieso haben wir denn eine Weltwirtschaftskrise? Bestimmt nicht wegen dem Coronavirus, aber das soll man glauben. Und das kommt dann nur zwischendurch und dann geht es auch schon weiter mit irgendeinem anderen Thema. Also, das ist Gehirnwäsche. Also, wir sollen bestimmte Dinge glauben und im Moment sollen wir glauben, die ganze Welt steht Kopf wegen dem Coronavirus und wir sollen auch glauben, das sei immer noch verantwortlich für viele Tote, was aus keiner Statistik herauszulesen ist. Also wir haben keine Übersterblichkeit auf der Welt, wenn ich dem Bodo Schiffmann glaube. Und Infizierte sind nicht gleichzusetzen mit Kranken, was zum Beispiel die Studie aus Heinsberg andeutet. Und es wird alles, wenn irgendwo ein Elefant umfällt oder wenn irgendwo ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen nicht anlegen darf, es wird alles in den Zusammenhang mit dem Coronavirus gebracht, auch wenn das gar keinen Zusammenhang hat. Und ich finde es hammermäßig, wie systematisch Medien uns manipulieren und dass es wirklich schwer ist, das zu merken, weil man ja kein Kontrastprogramm hat. Es sei denn, man macht sich die Mühe und guckt alternative Medien und hört sich alternative Meinungen an. Also es ist schwer, das herauszufinden, dass wir manipuliert werden, weil wir von Zeitungen, von Radio, von ARD und ZDF in gleicher Weise informiert werden. Und wenn ich aus drei Quellen das Gleiche höre, dann denke ich, ja, das stimmt. Aber es stimmt eben nicht. Man muss selber prüfen und ich gucke trotzdem noch Tagesthemen, weil ich wissen möchte, was die da überhaupt berichten, aber ich muss es durch drei Filter gießen und dann gucken, was bleibt am Ende übrig. Also man muss aufpassen, man muss praktisch wie ein Dolmetscher sich das nochmal übersetzen und ausfiltern und ganz weniges stimmt dann am Ende nur und vieles ist halt einseitig und manches wird auch gar nicht erzählt. Und es ist wichtig, dass die Menschen merken, dass es nicht mehr so einfach ist, sich zu informieren. Und ich glaube, das Schwierige ist, dass teilweise sogar die Leute, die die Nachrichten machen, also Journalisten, Sprecher von irgendwelchen Sendungen, dass die teilweise, nicht alle, aber teilweise selber gar nicht wissen, dass sie ein Teil des Systems sind, dass sie selber dazu beitragen, dass Menschen falsch informiert werden. Und das Problem sitzt viel höher, ne? Das Problem sitzt da, wo die Geldgeber sitzen, die bestimmen, was in die deutsche Presseagentur reinläuft, die bestimmen, was Zeitungen drucken dürfen und die dann am Ende dann die Meinung vom Zuschauer formen. Also man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Deswegen bringt das auch nichts, wenn man jetzt sagt, irgendein Moderator oder Sprecher erzählt die Unwahrheit. Damit kommt man nicht weiter. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die breite Bevölkerung merkt, dass zwischen ihrem eigenen Leben im Alltag und zwischen dem, was die Medien berichten, ein Unterschied besteht, der immer größer wird. Also, wenn der Blumenkohl immer teurer wird und die Bundeskanzlerin sagt, es geht uns so gut wie nie zuvor, dann merke ich ja als Verbraucher, irgendwie stimmt das nicht, was die sagt. Und das ist ein langsamer Prozess, weil das ist auch ein schmerzhafter Erkenntnisprozess, wenn man merkt, dass man jahrzehntelang
vergiftet worden ist mit Falschinformationen, die mich prägen und beeinflussen sollten und das auch geschafft haben. Aber wenn man aufwacht, dann ist es halt erstmal unangenehm, ne? Und das will ich auch gar nicht wissen eigentlich, weil das heißt ja, wo kriege ich denn jetzt meine Informationen her? Wenn ich jetzt nicht Generation Internet bin, was mache ich denn dann? Ich könnte dann ja auch auf die Idee kommen, dass ich sage, ach, dann will ich gar nichts mehr wissen, ich will keine Nachrichten mehr hören. Die sind ja immer nur schrecklich. Dahinter könnte ich mich verstecken, aber ich könnte auch gucken, ob ich neue Wege finde, mich zu informieren über alternative Medien, die es auf YouTube ja auch gibt. Und das wünsche ich den Menschen, weil ich sag mal, auch wenn man nichts weiß, trotzdem spürt man, dass irgendwas immer enger wird und immer mehr reglementiert wird und dass mir so häppchenweise meine Freiheit abhanden kommt. Und wie der Jens Wernicke so schön sagt, der hatte so ein Zitat von Rosa Luxemburg. Also Freiheit merkt man erst, wenn man sich bewegt, dass die eingeschränkt ist. Wenn ich schön sitze, dann merke ich nicht, dass ich in Ketten gelegt bin. Aber wenn ich losgehe und mal nachfrage, stimmt das überhaupt, was ihr mir hier auftischt, dann kriege ich Grenzen gesetzt. Dann merke ich, dass so eine Demo für Demokratie bei uns im Ort wahrscheinlich mit so viel Auflagen übersät wird, dass man die wahrscheinlich gar nicht machen kann. Oder doch machen kann, aber dann braucht man viele Leute, die das organisieren. Also Augen auf beim Tagesschau gucken.